Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder an meiner Seite die Eva Lamprich. Hallo liebe Eva. Hallo Silke. Eva, wir kennen uns ja schon ganz lange. Es gibt jetzt schon 3 Videos auf meinem Kanal mit dir. Das ist jetzt das 4. Video. Wir hatten erst im Januar ein Interview veröffentlicht. Da ging es um Entgiften mit Entgiftungstropfen auf Zeolithbasis. Da hast du mal erklärt, wie du überhaupt dazu gekommen bist und Entgiftung von Kopf bis Fuß, was sich bei dir da verändert hat. Das war auf alle Fälle ein sehr interessanter Einblick, was da möglich ist. Und heute wollen wir uns mal anschauen, die emotionale Entgiftung, auch eben in Bezug auf diese Entgiftungstropfen, wollen wir über unsere Erfahrung sprechen. Bei mir ist nämlich im Januar, da war, sag ich mal, da war ich wie ein Vulkan, da brodelte es in mir und das war für mich so ganz neu. Ne, da wollen wir heute mal drauf eingehen. Kurz dazu, ich nehme mir diese Entgiftungstropfen seit Mitte Oktober, Anfang Mitte Oktober, erst niedrig dosiert und bin dann erst im Januar so langsam hochgestiegen. Und dann merkte ich auch so, in der zweiten, dritten Januarwoche, irgendwas verändert sich. Ich hatte so ganz viel Wut und Ärger in mir und das kannte ich gar nicht so. Also so an die Decke gehen und ich, das waren eigentlich so 2 Gegensätze. Also ich meine, meine Jungs kennen das auch mal, ne? Klar, wenn man seine Kinder begleitet und sagt gewisse Sachen 4, 5 Mal und dann irgendwann so, jetzt aber Donnerwetter. Aber das ist mal so ein kurzes, also ein ganz kurzes Bang und dann ist es auch schon, bin ich auch schon wieder unten. Und ich hatte während dieser emotionalen Entgiftung, während dieser Phase im Januar, das war so permanent oben. Also ich bin wegen Kleinigkeiten an die Decke gegangen, ganzen Tag über. Also es war wirklich auch für mein Umfeld ein bisschen anstrengend, muss ich mal sagen. Und ich wusste gar nicht, ich wäre am liebsten aus meinem Körper raus. Ich habe gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Also permanent so wie ein Vulkan, so kurz vorm Ausbruch, ständig so am Brodeln und ja, wirklich an die Decke gehen. Das war für mich eine sehr eine Herausforderung. Und dann weiß ich noch, und was ja auch schon eher bei mir ist, so diese so gewisse Entgiftung über die Haut, so auch ein Juckreiz, nicht den ganzen Tag, immer mal so phasenweise am Tag. Und ich weiß noch, da habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, meinte Eva. Also irgendwie, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt mit den Tropfen weiter höher oder gleich bleiben, erstmal pausieren wegen dem Juckreiz, ne? Und dann sind wir erstmal drauf gekommen, dass da emotionale Themen dahinter stecken. Da meinst du dann, ah ja, das geht doch oft so bei diesen mit Juckreiz, mit der Haut, hat auch manchmal was mit Wut und Ärger zu tun. Da bin ich erstmal drauf gekommen, dass das ja mein viel größeres Problem ist mit den Emotionen. Mhm. Hatte ich ja schon wieder, da ging es da schon langsam wieder besser ein bisschen und dann haben wir darüber uns ausgetauscht und es hat mir nochmal so die Augen geöffnet, dahinter zu schauen. Und dann konnte ich das auch für mich besser annehmen. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, oh super, aber unterdrück das ja nicht. Du hast mich nicht etwa bemitleidet, ach du Arme, das tut mir ja so leid für dich, sondern richtig, jetzt lass es mal raus und schau mal auch, was dahinter steckt. Und unterdrück es nicht einfach. Ne? Und genau, da wollen wir nochmal so ein bisschen drüber sprechen, über die emotionale Entgiftung. Du hast mir dann auch gesagt, ach, das hatte ich auch. Da hatten wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Video, Entgiftung von Kopf bis Fuß, ob das, vielleicht hast du das mal erwähnt, aber das war für mich dann auch hilfreich, wo du gesagt hast, ach, das hatte ich auch. So auf einmal Wut und Ärger, du sitzt da, machst deine Dinge und auf einmal kommt so viel Wut und Ärger und du weißt gar nicht, wo das herkommt. Ja? Genau, da gebe ich jetzt auch gleich mal, das war jetzt erstmal so die Einleitung kurz zu meiner Erfahrung, da gebe ich jetzt mal an dich weiter, wie, was du nochmal so ergänzt dazu. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, weil ich gesagt habe, wo ich so erklärt habe, von Kopf bis Fuß, was so passiert ist, dass ich gesagt habe, an manchen Stellen, wenn irgendwas, wenn so eine Blase aufgeht, dass da eben auch Emotionen frei werden können und dass da auch mal Tränchen kullern können oder eben auch mal eine Wut sich entlädt. Und das kenne ich schon auch. Und das ist dann aber sehr plakativ. Da weiß man dann auch, das kommt so aus dem Nichts. Ne? Also du sitzt da, möchtest irgendwie was vorbereiten, machst so deine Hausarbeit und plötzlich, du könntest gerade eine Tasse an die Wand knallen irgendwie. Und das war auch erstmal befremdlich, obwohl ich schon eine eher temperamentvolle Person bin. Aber das war dann auch, weißt du, so ohne Grund. Ich hatte ja gar niemanden um mich rum oder so. Ich dachte, wow, was ist denn das jetzt? Und das verschwindet aber auch sehr schnell wieder. Also das ist nichts, was lange bleibt, sondern, also ich würde mal sagen, maximal 2, 3 Tage. Manchmal sind es auch nur Stunden oder mal ein ganz kurzes Aufwallen. Wie war das bei dir? Also bei mir war es vielleicht so ein Zeitraum von, naja, so Mitte Januar bis Ende Januar. Aber es gab dann immer mal so Peaks. Ne? Also es war jetzt nicht die 2 Wochen so ständig so, sondern immer mal so gewisse Tage, so Peaks, also wo ich dann dachte, boah, also heute den ganzen Tag über, wo ich dachte, oh, wohin mit mir? Ja, ich war immer kurz vorm Explodieren, bin auch teilweise explodiert. Ich habe Türen geknallt, irgendwelche Sachen
ja, rumgeschmissen. Ich habe Wörter verwendet, die ich sonst nie verwende. Kleinigkeiten, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe dann auch echt mal 2 Tage meine Jungs, also für die gar nicht mehr so liebevoll gekocht und irgendwas zubereitet, wie ich das sonst so mache, bis mein 12-Jähriger, weil meine Jungs, die sind ja, die sind 12 und 16, die können sich ihre Sachen dann auch mal selber machen, ihr Essen, was sie so benötigen. Wir haben ja auch ganz viel, ich habe ja auch ganz viel da und vorbereitet. Und dann hat irgendwann mal mein 12-Jähriger am 3. Tag gefragt, oh Mama, kannst du heute mal wieder Essen für uns machen? Da war mir erst mal klar, oh, ich war jetzt echt mal die letzten 2 Tage nur mit mir beschäftigt. Ne? Oder er fragt dann auch mal morgens, oh Mama, kannst du heute mal ein bisschen bessere Laune verbreiten? So, ne? Aber meine Jungs haben zum Glück das Alter, den konnte ich das dann immer mal in solchen guten Phasen wieder erklären, dass es gerade eine Entgiftung ist, dass ich selber jetzt nicht weiß, was gerade mit mir passiert. Die sollen mich dann einfach mal in Ruhe lassen. Wenn sie merken, ich bin gerade auf 180 oder die merken, oh, so kennen wir sie ja gar nicht, jetzt flippt sie gleich wieder aus, dann lassen wir sie einfach mal in Ruhe. So. Sagtest du nicht sogar mal, dass deine Kinder oder einer von den beiden gesagt hat, Mama, wann wirst du wieder so wie früher? Ja, und ich noch gesagt habe, sag denen mal, dass du nie wieder so wie früher wirst. Also schon irgendwie, dass das Pendel jetzt von der einen Seite mal auf die andere extrem ausschlägt und dann sich sicherlich irgendwo in der Mitte wieder einigermaßen einpendelt. Aber also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich kenne kaum eine Mama, die so hingebungsvoll ist wie du, also wie ich es mit dir erlebt habe. Wir waren ja auch schon privat unterwegs, du warst bei mir, wir sind unterwegs gewesen und ich hätte so eine Engelsgeduld oder habe ich einfach nicht so, ne? Weil ich einfach mehr so feurig bin. Das entlädt sich manchmal bei mir ganz natürlich so ganz schnell und der Noah ist das gewöhnt, der ist da mir auch nicht böse und dann passt es auch gleich wieder. Aber ich habe mich oft gewundert, wie wundervoll, also es war auch so wie ein Vorbild, dass du so, Mama, kannst du mir mal den Nintendo aus dem Auto holen? Und ich mir denke, also der ist doch jetzt auch schon über 10 Jahre, gib ihm den Schlüssel und er soll einfach selber zum Auto gehen. Mama, gehen wir jetzt in die Stadt, ich will Pommes und so. Yes. Also, und du dann, ja, Silas, das machen wir dann gleich und so. Und ja. Also ich habe das bewundert, muss ich wirklich sagen. Aber irgendwo dachte ich mir auch, kann man ja auch einem Kind auch mal zutrauen in einem gewissen Alter, dass sie das selber machen. Mhm. Aber das machst du ja, wie du möchtest und das ist ja auch euer Ding. Aber mir war, als du dann gesagt hast, dass das jetzt plötzlich eben sich ändert gerade oder du da nicht mehr so fürsorglich bist, dachte ich mir, aha, also ist da doch was nicht so ganz natürlich gewesen, möglicherweise. Weißt du, was ich meine? Oder ich habe mir auch gedacht, das ist jetzt vielleicht auch an der Zeit, die Jungs haben das Alter, mich ein Stück weit wieder zurückzunehmen, dass sie selber ins Tun kommen, dass so diese Fürsorge, dieses 100% geben, auch bedürfnisorientiert begleiten, ist ein Thema. Das ist auch jetzt ein Thema, aber die Jungs sind, die werden jetzt 13 und 17 bald, die sind jugendlich. Das ist vielleicht auch ein Stück weit, ja, dass ich mich dann wieder ein Stück zurücknehme und auch meine Bedürfnisse wieder wahrnehme. So habe ich das auch, dieser Transformation. Gerade nach unserem Austausch, das hat mir so viel gegeben, nochmal dahinter zu schauen, das nochmal selbst zu begreifen. Und dann war es auch schon wieder am Abklingen, muss ich sagen. Und was mir gerade einfällt, Eva, kannst du dich erinnern? Ich habe ja erstmal nur von meinem Juckreiz gesprochen, ne? Und dann hast du gesagt, ja, das sind Emotionen dahinter. Und da habe ich gesagt, ja, ich war früher manchmal so ausbalanciert, da war mir manchmal die Dinge, das hat mich einfach nicht gejuckt, gewisse Dinge. Und hast du gesagt, genau, dann ist mir so ein Licht nicht gejuckt. Jetzt juckt es plötzlich. Jetzt juckt es auf einmal. Jetzt habe ich so Stellen an der Haut. Das wandert manchmal, ne? Das ist am Hinterkopf, am Nacken, an der Schulter hatte ich es vorhin. So gesagt, oh, Eva, juckt es mir an der Schulter. Ist an den Armen, manchmal an den Beinen, am Bauch. Jetzt juckt es mich wirklich teilweise am ganzen Körper. Also jetzt merke ich die Dinge, die mich vielleicht früher hätten vielleicht doch gejuckt, aber ich habe es nicht so an mich rangelassen und habe einfach verdrängt, weil ich sehr harmoniebedürftig bin. Jetzt fängt es an. Ne? Das gehört mit zur Aufarbeitung. Es ist halt nicht nur die körperliche Entgiftung, ne, wo man dann irgendwelche Zipperlein hat. Ich glaube, manche sagen auch, wenn sie dann entgiften, auch mit den Entgiftungstropfen, da kommen so gewisse Zipperlein wieder, die aber dann verschwinden. Ne? Und so ist auf alle Fälle interessant. Und man kommt eben auch so an diese emotionalen Themen. Da kommt man gar nicht drum rum. Und was mir dann auch geholfen hat, Eva, ich weiß nicht, ob du das damals schon hattest oder ob du es verwendet hast, diese Zero-In, diese Kapseln auch von Root, dass die Hormone ausbalanciert, das habe ich dann zwar was, also wo die Peaks waren, wirklich diese ganz, sage ich mal, krassen emotionalen Entgiftungen, da bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, mal so eine Kapsel zu nehmen, dass das wieder ausbalanciert, erst als es schon wieder so am Abflauen war. Und das hat dann wirklich gut geholfen, weil es ja auch die Hormone ausbalanciert, es wirkt sehr beruhigend,
Fokus wird. Man hat auf einmal, man ist vor allem wieder mehr so ja, in der Mitte, ne? Also ausbalanciert, mehr Freude spürt man auf einmal. Und das hat mir dann ja auch geholfen im Abklang. Und es war so Ende Januar, jetzt haben wir ja schon, wir nehmen das jetzt am 19. Februar auf. Also ich werde es also noch im Februar veröffentlichen, ich weiß noch nicht wann. Und es ist jetzt schon seit dem ganzen Februar bin ich wieder ganz ausbalanciert, aber mir schon bewusst jetzt über mein Spektrum an Emotionen, die ich auch ausleben darf. Auch wenn ich vielleicht jetzt nie, sage ich mal so, ich bin ja jetzt kein cholerischer Typ, ne, wo immer die Wut und der Ärger so wird, aber dass ich auch mal Ärger und eine gewisse Wut zeigen kann, so vielleicht in ganz abgedämpfter Form oder Ärger, dass ich das nicht immer runterschlucke. Das ist auch mal okay zu sagen, Mensch, das passt mir jetzt gar nicht, dass ich immer ein bisschen lauter werden kann, dass das ruhig auch mal okay ist für gewisse Momente. So, ne? Das habe ich für mich jetzt so mitgenommen. Und vielleicht waren das ja auch wirklich nur so Entladungen, die eben zu diesem speziellen Bereich der Entgiftung dazugehört haben, wo sich damals etwas verkapselt hat, auch emotional. Das heißt ja nicht, dass du jetzt ständig die Türen knallen musst. Wenn es sich einmal zeigen dürfte, wenn es einmal an die Luft kommen dürfte, ne? Wenn es sich einmal entladen dürfte, dann ist es doch schon in Ordnung. Das ist doch meistens so, dass es alles will doch einfach nur mal gesehen werden, ne? Nee, also so Türen knallen, irgendwie so komische Wörter verwenden, das mache ich jetzt schon. Also das war wirklich nochmal diese zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, wofür das waren so zweieinhalb Wochen. Und seitdem nicht. Also wie gesagt, ich bin eigentlich wieder die Alte, aber trotzdem hat sich in mir was gewandelt, hat sich in mir trotzdem was verändert. Also ich bin wieder ausbalanciert, aber trotzdem ist es jetzt eine Änderung da. Also ich kann es jetzt so schlecht beschreiben. Also es hat mich auf alle Fälle... Es ist jetzt ein Transformationsprozess, den wir durchlaufen, Eva. Ne? Und ich empfinde dich als direkter. Ja, ich sage diese... Als direkter auf den Punkt kommend. Hm. Aber nicht frech, sondern eher klar. Hm. Ohne Umschweife, weißt du, so eher. Hm. Ich habe das auch... Und das ist es ja, dass man in diese Klarheit kommt, ne? Ja. Klarer auch so dieses, ich hatte manchmal auch so eine Art, wie soll ich das sagen, also Nebel im Kopf ist jetzt so ein bisschen, aber so manchmal auch so ein, ja, Nebel im Kopf, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber so da konnte ich mich nicht mehr so konzentrieren oder irgendwie hat, oder war wie eine Barriere im Kopf. Ich kann es nicht mal wie Nebel im Kopf sagen, immer so ab und zu und das ist jetzt auch schon ganz lange weg. Hm. So, das hatte ich auch mal. Das hatte ich auch mal und das war ganz interessant, weil alle berichteten ja davon, dass eben unter dieser Entgiftung ja der Nebel endlich weggeht, ne? Und viele schon nach einer Woche berichtet haben, oh endlich und ist so klar und da hatte ich diese Kapseln noch nicht genommen, weil ich ja eben sehr empfindlich auf Koffein reagiere, egal in welcher Form, ob das jetzt in einem Grüntee, Weißtee, Guarana, Energy Drinks, also ich kann überhaupt nichts, mein Körper toleriert das gar nicht. Also habe ich das auch irgendwie mich gar nicht getraut, das zu nehmen, weil ich mal gedacht habe, boah, wenn ich jetzt so kaltschweißig werde und dann wird mir schlecht und ich liege dann da, klar, das vergeht dann ja wieder. Aber warum? Ich hatte mich einfach nicht getraut. Ich war so verletzlich auch zu der Zeit, dass ich mir gedacht habe, das will ich jetzt irgendwie nicht. Obwohl ich meinen Sohn beneidet habe, dass der jetzt sich die Dinger da reinhaut und immer noch fitter wird. Aber dann kam eben wahrscheinlich durch die Entgiftung irgendwann mal so eine Phase, wo es vielleicht auch um mein Gehirn ging, ich weiß es nicht, aber da fing dann plötzlich an, genau das Gegenteil, anstatt dass ich klarer wurde, gab es mal jetzt so ein paar Tage, wo ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte. Da habe ich mit dem Marc auch kurz gesprochen und dann hat er gesagt, ja, dann vielleicht solltest du doch mal das Zero In probieren oder die Tropfen erhöhen und das kann schon mal sein, das ist bei jedem anders, der hatte das so auch schon gehört, dachte ich mir, okay, interessant, also nicht nur in die Richtung, es kann auch mal zeitweise erstmal der Nebel auftauchen und dann habe ich eben diese Kapseln genommen, habe es mich doch mal getraut, weil ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte und dann ging wirklich wie so ein Fenster auf, wie so ein, keine Ahnung, dann hat sich das alles so gelichtet. Und seitdem ist es auch so in der Form nicht mehr gekommen. Es gibt natürlich mal Tage, wenn bei uns in Bayern ist ja oft Föhn. Ich reagiere da sehr stark manchmal auf den Wetterwechsel. Wobei jetzt, wo ich es erwähne, normalerweise sobald ein Gewitter ansteht oder eben so starker Wind ist oder Föhn, habe ich früher viel stärker reagiert mit Kreislauf, mit Unruhe, innerer Unruhe, so ein bisschen kribbelig, hippelig. Stimmt eigentlich. Also so Wind war ja für mich ganz schrecklich. Aber
ist auch besser geworden, so die Gefühlslage, ne? Ja, also dieses Ausbalancieren ist auf, also jetzt, das ist auch so, wenn man dann so durch so eine wirklich, es war wirklich eine heftige emotionale Entgiftung, das hatte ich noch nie. Also ich weiß, 2014 habe ich 4 Wochen mit Säften gefastet und habe ich auch ein paar Videos gemacht. Das ist schon lange, lange her. Und dann habe ich auch mal, da hatte ich auch so in der dritten Woche so eine Entgiftungskrise. Da habe ich auch mal ein Glas auf den Tisch geknallt, das ist kaputt gegangen oder mal geknallt, aber das war noch lang nicht so heftig, was ich jetzt im Januar erlebt habe, weil das war auch nur mal kurz am Tag, aber ich hatte wirklich so 1-2 Tage, da wollte ich aus meinem Körper raus. Ich habe gesagt, ich halte es meinem Körper nicht mehr aus. Diese Gefühle, die ich sonst so nie gefühlt habe in dieser Intensität, ne? So dieses wie Vulkanbrodeln so und dann auch wirklich kurz vorm Ausbruch und das so diese Phase länger spüren, so kurz vorm Ausbruch und dann wirklich ausbrechen. Aber es war für mich auf alle Fälle eine interessante Erfahrung, das mal zu fühlen. Ich habe jetzt auch gerade Besuch aus München da, ein guter Freund, und der sagte, der hatte das mal jahrelang, dieses ständig brodelte und so kurz vorm Ausbruch und dann ausbrechen. Und das hat ihn auch so in Richtung Depression geführt oder kann auch in Richtung Depression führen, so, ne, wenn man da nicht aufpasst. Und er hat gesagt, ich habe mich lange Zeit so gefühlt, wie du mal dich kurz gefühlt hast. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, das könnte ich ja gar nicht aushalten. Und wo ich dann gemerkt habe, oh, es wird nach und nach besser. Ich komme wieder in meine alte Kraft und meine alte Balance zurück, aber irgendwie anders, noch viel, viel kraftvoller. Also irgendwie, ich bin wieder in meiner Balance, aber viel mehr Klarheit, viel mehr Fokus, kraftvoller. Vor allem, was ich total spannend empfunden habe, nach unserem Gespräch über die Hintergründe, das hat mir wirklich gut geholfen, der Austausch mit dir, und dann nochmal dieses Zero-In nehmen, da konnte ich diese erstmal negativen Emotionen, ich benenne es jetzt mal so, transformieren und wurde dann sehr tatkräftig. Ich habe dann gesagt, oh, das will ich nicht mehr. Ich will jetzt das und das machen, damit ich das nicht mehr unterstützen muss. Oder ich habe wieder ganz viel aussortiert. Ich habe wirklich so gewisse Pläne gemacht. Ich bin richtig tatkräftig geworden. So. Ich hatte so einen Schwung, so eine Energie auf einmal. Dachte, Wahnsinn. Und dann auf einmal hat sich das Stück für Stück, hat sich das wieder so beruhigt. Und da dachte ich, oh, jetzt fühle ich mich endlich wieder so, wie ich es gewohnt bin, aber noch viel kraftvoller, noch viel stärker, noch viel mehr mit mir verbunden als so schon. Ich es immer dachte, dass ich verbunden bin. Also ich bin da sehr dankbar, auch wenn es total anstrengend war, muss ich ehrlich sagen. Das ist kein Honigschlecken. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben nicht versucht, dann dagegen zu steuern, was wir ja davor schon immer gemacht haben, sondern dann wirklich sich irgendwie einen Rahmen oder einen Raum schaffen, dass man sich das auch erlauben kann, weil wie lange wollen wir es denn noch unter Wasser drücken, ne, oder unterdrücken? Und sich dafür auch nicht zu schämen oder sich schlecht zu fühlen. Man kann ja kommunizieren mit seinem Umfeld. Man kann ja sagen, du, ich mache gerade das und das und es kann sein, dass ich mal ein bisschen ruppig reagiere. Bitte nimm mir das nicht übel oder darfst du ruhig auch mal sagen, wenn was zu dolle wird oder so. Aber dass man sich das auch erlaubt und dass man sich dafür den Raum gibt einfach. Und da sieht man mal wieder, man kann die tollsten Talente und Gaben und Visionen haben, wenn etwas einen unsichtbar hemmt oder zurückhält, dann kannst du nicht losgehen, ne? Da kannst du nicht losstarten. Und das merke ich auch in den letzten Monaten, was da alles möglich ist. Also auch, wo man nochmal ganz andere Dimensionen So, ihr Lieben, leider gab es jetzt eine Störung. Das Internet war weg. Jetzt versuchen wir mal wieder, den roten Faden zu finden. Ich gebe weiter an dich, Eva. Was kommt da jetzt bei dir noch? Ja, ich glaube, ich war jetzt da dabei, dass ich gesagt habe, wie wichtig das ist ja auch, dass man gewisse Blockaden löst und dass man auch Emotionen freilassen darf, weil wir dann auch viel besser in neue Projekte starten können, weil wir angstfreier, mutiger, ungehemmter sind, ne? Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich war, aber es ging einfach darum, dass wenn alte Themen sich aufgelöst haben, dass wir dann ja auch nicht blockiert sind davon, ne? Und was auch so wichtig ist, das würde ich gerne nochmal erwähnen, dass ja auch die Zirbeldrüse davon gereinigt, entkalkt, befreit wird. Und das merkt man sehr stark an den Träumen, aber auch an ganz anderen Synchronizitäten, die ich plötzlich wahrnehmen kann. Intuition, also
ich kenne das ja schon, dass wenn man an jemanden denkt, dass dann derjenige sofort anruft. Aber es ist jetzt wirklich manchmal so zeitgleich und es ist so magic. Irgendwie tut sich da auch im Feinstofflichen ganz tief was, was man nicht erklären kann. Das muss man ausprobieren, das muss man selber erleben. Und das kann nach ein paar Tagen kommen, es kann aber auch ein bisschen dauern. Ne? Mhm. Ich fand es jedenfalls total spannend. Ich habe Träume aktuell, die kann ich nicht mit den Träumen von vor Jahren oder Monaten vergleichen. Also auch die Farben und die Stories, die Intensität. Auch bei der Meditation. Ich habe ja auch erzählt, inspiriert durch eine Gruppe, die damit gerade experimentieren, auch mit Öl in den Bauchnabel und einen Tropfen von dem Clean Slate reinzumachen. Ich habe das jetzt ein paar Nächte über ausprobiert und es ist echt interessant, was da passiert, wie sich da auch die Energie so genau in dieser Mittelsäule so nach oben zieht und auch nach unten bis in die Zehen und in den Schoß. Und ich meine, ich bin auch sehr fühlig, aber das bilde ich mir nicht ein. Also das ist wirklich ein spürbares Gefühl, das sich da wie ein Vortex, wie ein Wirbel rauf und runter zieht, ohne dass man da groß was tut. Da kann ja jeder mal ein bisschen selber damit experimentieren. Können wir uns ja auch mal über diese Themen mal noch austauschen, wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, da zu entgiften. Und das ist, sind alles Ebenen, die finde ich schon sehr interessant, dass man sowas erreichen kann über die Entgiftung tief, über die tiefe Entgiftung von Kopf bis Fuß, über den Körper, ne? Was da möglich ist. Ja. Und du bist ja jetzt schon seit März dabei, ne? Ich habe mal geguckt, ich habe mich, glaube ich, dafür angemeldet, mein erstes Clean Slate bestellt am 25.03.2021, genau. Also ich habe zweimal vier Wochen eine Pause gemacht, aber ansonsten durchgenommen. Genau. Und ich habe das sehr vorsichtig dosiert, all die Monate. Und seit ungefähr 6, 7 Wochen traue ich mich auch mal hoch zu dosieren. Und ich kann es nur jedem empfehlen, auch den empfindlichen, hochsensiblen Empathen, das zu wagen nach einer gewissen Zeit, weil ich bereue heute fast, dass ich es nicht früher gemacht habe. Weil das ist schon nochmal ein Unterschied. Definitiv ein Unterschied, ja. Und ja. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich ganz schlimme körperliche Symptome habe, sondern im Gegenteil, ich finde sogar, dass es leichter wird, schneller leichter wird. Okay. Wer sich jetzt wundert, warum die Eva manchmal sich so bewegt, die Eva, die sitzt sehr rückenfreundlich. Ah ja, genau, ich sitze auf einem Gymnastikball. Das ist sehr rückenfreundlich, ne, eigentlich. Ich habe auch mal eine Freundin, ist schon Jahre her, die hat auch immer sehr viel übersetzt an so einem Stuhl gearbeitet. Die hat aber so einen ganz besonderen, teuren Stuhl gehabt für den Rücken. Da habe ich gesagt, was ist denn eigentlich die beste Sitzposition für den Rücken? Und da meinst du immer die nächste. Also die nächste Position, die du jetzt gerade hast. Weil das heißt, den Rücken bewegen, nicht so steif da sitzen. Das werde ich nie vergessen. Und deswegen, so einen Ball hatte ich ja auch noch, als meine Jungs kleiner waren, für die Schwangerschaft und auch danach, um ein bisschen zu beruhigen. Ist wirklich gut. Also nur, wenn jetzt jemand sich wundert, weil Eva manchmal so hin und her... Es tut mir leid, ich hoffe, das war jetzt nicht nervig. Nee, es war nur ab und zu mal. Es ist mir jetzt nur wieder aufgefallen, aber wolltest du noch mal so hinweisen. Nee, super. Alles gut? Ich sitze viel am Computer und es tut mir gut, wenn ich mich so ein bisschen bewegen kann. Ja, sehr gut. Ja, zum Schluss, Eva, wollen wir noch auf unsere Austauschgruppe hinweisen, auf Telegram, eine Austauschunterstützungsgruppe zur Entgiftung mit diesen Entgiftungstropfen auf Basis von Zeolith. Da gibt es schon, wir sind jetzt schon über 500 Mitglieder, da gibt es regen Austausch, Erfahrungsberichte, sehr, sehr spannend. Kann man Fragen stellen, ja, seine Erfahrung teilen und ja, ist auf alle Fälle eine schöne Atmosphäre in der Gruppe, wo man sich auch weiterhilft. Und du bist absolut, also ich war in so vielen Gruppen in den letzten Jahren und Monaten und ich muss sagen, es ist noch nie ein übles Wort gefallen oder Sticheleien oder Beleidigungen. Es ist so angenehm, aber auch so klar und reduziert auf das, auf was es ankommt. Also ich finde es mega, wirklich. Richtig schön, macht mir total viel Spaß, das zu unterstützen auch. Ja, du bringst dich da sehr viel mit ein. Das ist auch immer sehr interessant für mich, was du dann noch manchmal schreibst, eigene Erfahrungen oder wenn es auch um die emotionale Entgiftung geht, aber auch körperliche Symptome. Also die Eva ist da sehr so ein Kernstück mit dem Marc. Du hast ja vor uns auch den Marc erwähnt, weil vielleicht kannst du noch mal kurz was zu Marc sagen, weil viele jetzt vielleicht denken, wir essen jetzt Marc.
Also ich bin durch den Marc auf die Root-Produkte aufmerksam geworden, weil er mich einfach mal in einer Facebook-Gruppe angeschrieben hat. Da habe ich gefragt, um was für ein Produkt handelt es sich, worüber ihr euch immer unterhaltet. Und er hat mir ein Telefonat angeboten, das ich auch angenommen habe. Und seitdem sind wir irgendwie verbunden miteinander. Es passt einfach gut. Genau, der Marc ist auch mit in der Gruppe, also leitet das eigentlich. Also ihr gebt am meisten eure Erfahrung da rein. Ihr seid ja schon lange dabei, Marc noch ein bisschen länger. Mhm. Und es ist wirklich sehr interessant, wenigstens einmal ein bisschen zu lesen. Also es macht schon Interesse, merkt man auch so bei den Nachfragen, ne? Dass man denkt, oh Gott, jetzt will ich es aber auch mal probieren. Das klingt alles so gut. Und ja, man muss es einfach probieren. Ich bin ja auch so eine Praktikerin. Ich denke, man kann sich vieles anlegen, man kann sich viel anlesen, man kann viele Erfahrungsberichte hören oder lesen, aber im Endeffekt das Beste ist, selber zu probieren. Ne? Und wenn es dann nicht wirkt oder es bekommt einem nicht, dann lässt man es halt wieder. Ne? Aber wenn es wirklich einem nochmal die Kraft gibt, bringt und die Entgiftung anstößt, das kann schon nochmal viel bewirken. Ne? Mhm. Der Link ist unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Ja, da sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt, liebe Eva. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, wieder hier mit mir ein Interview zu machen. Wir sehen uns dann ja später, Eva, in der Telegram-Gruppe bestimmt wieder. Da wirst du heute wahrscheinlich auch nochmal reinschreiben. Also Eva ist da jeden Tag aktiv und sehr aktiv dabei. Ja, gern auch hier auf YouTube unter diesem Video eure Kommentare zu dem, was wir so ausgeführt haben. Gern auch zur emotionalen Entgiftung, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was das bei euch angeregt hat, wie ihr das vielleicht ausbalanciert habt. Und bei Interesse, wie gesagt, kommt gern auf Telegram und schaut in unsere Gruppe. Eva, du hast ja auch eine Webseite, ne? Dein Thema ist ja auch Soul-Hypnose und Astrologie, Horoskope, sehr hochwertige, aufwendige Horoskope zu erstellen. Also wer sich für Evas Tun interessiert, ich werde die Webseite auch unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Das war's von uns. Alles Liebe, alles Gute für euch und bis bald. Bis gleich. Tschüss.